Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Ich wünsche Ihnen aus dem Neukloster einen schönen, gesegneten zweiten Adventssonntag. In vielen Familien ist ja jetzt alles voll mit Weihnachtsvorbereitungen. Und unsere Pfarre beteiligt sich heuer wieder an einer Aktion, die bei uns vom Jugendamt des Magistrats in Wiener Neustadt initiiert worden ist. Wir wollen helfen, dass jedes Kind in Wiener Neustadt ein Geschenkpaket bekommt. Und so laden wir die Leute in unserer Pfarre ein, noch bis zum kommenden Sonntag, das ist also dann der 11. Dezember, bis zum kommenden Sonntag Pakete für Kinder zusammenzurichten. Also Kinderbücher, ich habe da natürlich, ich schenke sowas hier, eine Kinderbibel und die Weihnachtsgeschichte, oder Spielsachen oder Schals und Hauben, so etwas herzurichten und weihnachtlich zu verpacken, damit es dann armen Familien hier in Wiener Neustadt gegeben wird. Wir schreiben dann auch drauf, ob das für einen Buben oder ein Mädchen ist, in welchem Alter das Kind ist, dass jedes Kind ein passendes Geschenk bekommt. Und wir wissen ja, auch in Österreich gibt es nicht wenige Familien, die das brauchen. Vielleicht gibt es auch in Ihrer Umgebung eine solche Aktion, Kindern Freude zu Weihnachten zu machen. Und ich bin überzeugt davon, jeder, der anderen Freude macht, wird selbst Freude für das eigene Herz finden. Damit leuchten die Adventkranzkerzen für einen guten Zweck. Sie zeigen, das Licht, das Gott uns geschenkt hat, betrifft uns. Und wir haben die Kraft, es anderen weiterzugeben. So wünsche ich Ihnen eine frohe Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Alles Gute!